Horido und Weidmannsheil, liebe der Hunter-Freunde. Ja, die neue Map ist da. Wir sind darauf unterwegs. Haben ein Sitka angeschossen mit der Armbrust, aber eben dummerweise nur einen Körpertreffer. Ich konnte halt vorher, es pressierte ein wenig von der Zeit. Ich konnte nicht mehr richtig die Entfernung messen und habe wahrscheinlich dann die Entfernung doch ein bisschen, wahrscheinlich unterschätzt und dadurch eben ein bisschen zu tief geschossen. Ja, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt so einfach. Ich habe gestern schon ein bisschen, ich war gestern, schon mal, als die Map rauskam, kurz unterwegs. Es war halt doch schon abends spät. Und bis der. Ah, da unten haben wir wieder eine Spur. Bis dann das Update runtergeladen war, weil natürlich ja auch sehr viele das laden wollten, ging das eben natürlich auch nicht so schnell. Da waren die Server natürlich auch ein gutes Stück ausgelastet. Aber nee, da kriege ich so nur die Wirbelsäule. Da müsste ich hier noch ein Stückel rum. Nee, Mist. Ich hätte gedacht, dass ich so vielleicht die Wirbelsäule dann doch noch irgendwie erwische. Ich habe auch das Gefühl, was aber ja durchaus nicht verkehrt ist, und das war definitiv nicht die Spur, die wir haben wollten von unserem Sitka. Aber vielleicht finden wir hier drüben noch was. Ich habe das Gefühl hier in der Kälte, dass die Waffe auch ein bisschen mehr wackelt. Was aber ja durchaus sein kann, weil die Kälte, die, ja, lässt einen natürlich auch mal so ein bisschen zittern. Ah, da oben habe ich wieder eine Spur. Also wie gesagt, ich habe gestern ein bisschen mit den Farben schon experimentiert und fand aber auch, dass ein auffälliges Rot zum Beispiel trotzdem sehr schwer zu sehen ist. Und von dem her bin ich dann doch bei dieser Farbe geblieben. Ja, da es ja doch auch immer wieder welche gibt, die meine Let's Plays hier schauen und das Spiel nicht so lange kennen, wenn wir Escape drücken, gehen auf die Optionen, dann können wir hier bei Spiel Interaktionen eben einmal ausstellen, dass überhaupt keine Markierung da ist und hier können wir eben die Farbe einstellen. Und können das sogar hier ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller machen. Wir können ja jetzt hier einfach mal ein kleines bisschen dunkler gehen, dass sich das vielleicht doch ein klein bisschen mehr abhebt. So, und hier müssen wir mal schauen. Ist hier Blut dabei? War das die, auf die wir geschossen haben? Nee, hier haben wir ziehend. Ist die Frage, weil das so ein tiefer Schuss war, ist der überhaupt auch angekommen? Hier sehen wir so ein bisschen, hinterlassen wir beim Laufen Spuren. Man kann es, glaube ich, besser sehen, wenn man dann mal zu zweit auf der Map unterwegs ist und mal beim anderen hinterher gucken kann. Oder wir gehen mal so rückwärts, da sehen wir es so ein bisschen. Das verschwindet aber mit der Zeit wieder, oder beziehungsweise es verschwindet recht schnell wieder. Ah, hier haben wir was, was dann auf einmal auf flüchtend wechselt. Das heißt, ich gehe hier echt schon davon aus, dass der Schuss irgendwo im Schnee oder sonst wo gelandet ist, aber gar nicht beim Tier ankam. Ja, hier diese Schneehaufen, die können wir auch ganz gut mal als Versteck nutzen. Ob das für, dass man von Tieren nicht gesehen wird, so viel bringt, das kann ich jetzt nicht sagen. Das konnte ich noch nicht austesten, aber zumindest um damit zum Beispiel im Multiplayer einen Mitspieler zu verarschen oder sich vor dem ein bisschen zu verstecken, ihn zu erschrecken oder was auch immer für Späße man manchmal im Kopf hat, dazu eignet sich das schon durchaus.
So, und auch schön. Ich hoffe, der Spielsound ist noch halbwegs zu hören. Ich habe ihn halt nicht ganz so laut, damit der Schuss in der Aufnahme nicht so übersteuert. Aber man hört hier schön den Wind pfeifen. Ich hoffe, man kann es hören, wenn man vielleicht auch dann einfach den Lautsprecher ein bisschen lauter dreht. Die einzelnen Schritte im Schnee. Es ist jetzt nicht so super laut, aber es ist schon hörbar. So, und wo ist aber jetzt? Ich glaube, wenn wir rennen, hören wir es ein bisschen besser. Ja, da sind die Geräusche deutlich lauter. Da habe ich irgendetwas gerade flüchtend gehört, da hinten. Das ist aber Weibchen. Das ist Weibchen und wir suchen ja unser angeschossenes Männchen. Hoppala, vorwärts wollte ich aber gehen. Da rennen. I'm searching the next track. Die nächste Spur. Ja, wäre natürlich fies, wenn sich da dann vielleicht auch die Spuren darunter verstecken. Aber auch das bin ich mir sicher, könnte vorkommen. Und wie gesagt, der Boden, der ist hier wirklich so hell am Leuchten, dass man hier die Spuren auch mit so einer leuchtenden Farbe, ah, hier haben wir mal wieder was, gar nicht so doll sieht. Und das, obwohl ich ja hier jetzt dunkler gestellt hatte. So, das war aber keine neue. Das war die letzte, die ich hatte. Hier geht's weiter. Okay. Ja, rennen wir doch mal noch ein paar Meter. Oder nee, wir hören hier schon wieder auf. Noch ist es hier eine Flüchtenspur. Es wäre natürlich schön, wenn es dann irgendwann auch mal sich wieder beruhigt und wir dann eben einfach noch den entscheidenden Schuss nachsetzen können. Und ja, weil es eine neue Map ist, wird das eine Hunter Week. Das bedeutet, es gibt diese Woche mehr Folgen von The Hunter. Und zwar wird es dann diese Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag geben. Habe ich jetzt mal spontan entschlossen. Hoffentlich schaffe ich das mit dem Upload auch noch. Dadurch, dass ja jetzt auch zwei Landwirtschaftssimulator-Projekte auf meinem Kanal laufen, läuft da die Internetleitung doch manchmal schon glühend rot. Was doch erstaunlich ist, dass so eine Steinzeitalterleitung, so eine Hartfelsleitung da glühen kann. Selbst wenn es schon eine Nummer moderner wäre und wäre eine Holzleitung. Naja, obwohl Holz kann natürlich glühen. Da hinten haben wir was stehen. Ach, nicht pfeifen. Du Pfeife, Fernglas. Und stehen bleiben. Aber das ist auch ein Weibchen. Ja, die Spur müssen wir mal schauen. Aber nee, die war doch auch in die andere Richtung ziehend. Genauso wie die hier. Das war also, wo unser Sitka herkam. Nicht, wo es hingezogen ist. Ach, das ärgert mich immer, wenn ich solche Nachsuchen habe. Oh, da liegt was.
Das markieren wir uns mal. Ich nehme mal noch die Waffe und schaue durch, ob eine Sichtung kommt oder. Aber man sieht auch nicht mehr wirklich eine Bewegung. Also es scheint dann doch erlegen zu sein. Ja, da unten haben wir noch ein Sitka-Weibchen. Da hätten wir jetzt natürlich schon auch noch Schussmöglichkeit. Es hat sich gerade so angehört, als wäre hier irgendwas sogar relativ in der Nähe. Oder war das nur der Wind? Der Wind, das himmlische Kind. Dann wollen wir mal schauen, ob wir auch diese Woche schon gleich Bisons zu Gesicht bekommen. Vorher werden wir uns jetzt hier dieses Sitka-Weibchen auch noch dazu nehmen. So, das liegt und wirklich hier auch schön mit dem Luftanhalten. Ah, jetzt hat er keine angehalten. Aber wirklich schön. Wie der da eben dann die Luft ausstößt. Probier's nochmal. Waffe in die Hand. So, jetzt hat er sie angehalten. Und jetzt lassen wir wieder Luft anhalten los. Oh. Ja, in der Kälte ist das natürlich schon alles ein bisschen anders. Schön gemacht. So, und wir haben zwei Sitkas, ein Männlein und ein Weiblein. Das Männlein werden wir uns jetzt zuerst holen. Da haben wir natürlich Trophäenwert 0, weil das ist über eine Minute nach dem Treffer noch am Leben gewesen. Das Weibchen, da haben wir Chance auf Trophäenwert 100. Das ist ja direkt zum Tode gekommen durch den Schuss. Da stehen die Chancen also gut. Hätten natürlich da auch mal mit der 243er probieren können. Es war ja doch recht nah. So und oh. Also die bekommen normal auch gar nicht so ein großes Geweih und dafür sieht das hier wirklich schon recht groß aus. Schauen wir mal, 81,4. Also meins gestern hatte so etwa 75. Das hier mit 81,4 jetzt echt nicht schlecht. Und ich meine, wenn ich richtig gesehen habe bei der Rangliste, dass im Moment so um die 82, 83 das Größte ist, was geschossen wurde. Übrigens, es ist eine neue Season begonnen. Das heißt, die Ranglisten sind jetzt eben auch alle bei Null begonnen. So, das haben wir mit der Armbrust erlegt. Nehmen wir die auch mal in die Hand. Ah, komm ein bisschen näher hier. So, dann wird das Thumbnail für diese Woche. Ja, und einige haben gesagt, irgendwie, sie hätten Probleme beim Sitka, dass der Trophäenwert dort nicht errechnet wird und dass das Foto nicht richtig hochgeladen wird. Also bei mir, Trophäenerrechnung jetzt, das hat ja ganz gut funktioniert. Foto hochladen, ja, steht noch unten. Ah, doch, ist jetzt weg. Sollte also eigentlich auch erfolgreich hochgeladen sein. Dafür, wie gesagt, habe ich das Problem, dass bei mir die. So, das ist doch unsers. Ja.
Dass bei mir eben, wie gesagt, die DVD-Inhalte leider jetzt eben noch fehlen, dass das eben, dass zwar dort stand, dass die Aktivierung, oder beziehungsweise stand da, dass die Aktivierung erfolgreich war, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, war das der normale Vorgang und ja, wenn man den Key noch ein zweites Mal probiert hat zu aktivieren, stand eben auch schon da, dass er eben aktiviert wurde bereits schon. Aber die Inhalte wurden eben einfach noch nicht gut geschrieben. Wie gesagt, im deutschen offiziellen Forum Hunter Talk, da ja, haben sich schon ein paar User gemeldet, dass bei denen das Problem auch aufgetaucht ist. Ich bin da also nicht alleine und dementsprechend, ja, je mehr das natürlich sind, umso mehr Druck ist da dann auch auf den Entwickler, das dann wirklich auch schnell zurechtzurücken. So, auch hier, das funktioniert soweit. Erhaltungszustand, naja, war dann doch nicht 100, dadurch der Trophäenwert auch nicht 100. So, in die tiefere Gangart und schauen wir mal. Ich würde mal sagen, wir gehen mal hier unten so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, da müssen wir hier erstmal wieder über einen Berg drüber. Und mal schauen. Sitka hier, schauen wir also schon. Die Kaninchen fehlen noch. Die sind neu. Ja, Elch. Wenn wir einen antreffen, können wir natürlich auch durchaus schießen, aber brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Elche kennen wir ja von anderen Maps schon. Aber Bison wäre natürlich noch interessant, genauso eben wie der Polarfuchs. Und es soll ja sogar noch eine sechste Tierart auf die Map kommen. Es sollen auch Sammelobjekte hier durchaus noch dazukommen, aber das ist eben soweit noch nicht fertig. Oder beziehungsweise auch noch nicht ganz entschieden bei den Sammelobjekten, was dort genommen wird. Und deswegen wird das irgendwann demnächst mal mit einem Patch nachgereicht und ist jetzt momentan noch nicht vorhanden. Aber das kennen wir ja auch von Australien. Dort kamen diese Messer der Aborigines auch erst später in einem Patch dazu. Also die Sammelobjekte. Gut, fast 18 Minuten, lang genug für heute. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen da lassen und morgen zur nächsten Folge wieder einschalten. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.